Willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir sind hier, ja, muss ich erstmal gucken, wie das heißt. Park Street Station. Genau, da sind wir drin. Ich habe nur den Ladebildschirm am Anfang weggelassen. Hier ist die Quest von diesem Detektiv, den wir suchen müssen, diesen Nick Valentine. Die Quest hatten wir vor längerem schon mal in Diamond City bekommen. Von seiner Sekretärin, die hat uns gesagt, dass der verschwunden ist. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. So, hier labern die auch schon rum, die Jungs. Der Todesschütze. Er scheint ein bisschen stabil zu sein, der Junge. Ich hau ihm mal eine rein. Die Kameraperspektive ist ja richtig geil. Ich sehe nämlich gar nichts. Das geht ja schon mal richtig gut ab hier. Er will den Detektiv befreien. Legt ihn um! Nein, stimmt doch gar nicht. Ich wollte nur mal gucken, was ihr hier so macht. Ich wollte ja eigentlich gar nichts tun. Hier können wir nicht bleiben! Vorrücken! Boah, die nerven die Jungs. Was hab ich denn hier auf dem Knarren? Oh, Raketenwerfer, den wollen wir jetzt nicht nehmen. Sorg dafür, dass sie unten bleiben! Ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Nagelt sie fest! Und mach Socken halt aus deinen Eingeweiden! Oh. Das hab ich schon! Ah, das Ding scheint zu klappen. Nehmen wir das Ding mal. Au, au. Bisschen Medic. Die verschanzen sich aber auch überall, die Jungs. Den habe ich zersplattert. Den auch. Drüben fehlt noch einer. Jetzt halt doch mal still, wenn ich dir in den Kopf schießen will. Der will einfach nicht. Dann machen wir es so. Ist der eh gleich tot. Ist verloren, los. Bäm. Juhu. So, dann will ich mal ein bisschen looten. Den Scheiß kannst du behalten. Munition ist aber wichtig. Hundenapf. Trägt einen Hundenapf mit sich rum. Sehr gut. Ein Plastikmesser. Eine Maschinenpistole. Och, nehme ich mal mit. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. Was haben wir hier? U-Bahn-Marken. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Nehme ich auch mal mit. Mal speichern. Ach, hier ist was zum Entsperren. Oh. Na. Hier ein bisschen rüber. So. Das wär's. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Oh nice, die kann Schlösser knacken, die Kate. Das ist ja sehr praktisch. Das sollte man dann mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was für Schlösser die knacken kann. Wahrscheinlich keine höherwertigeren, aber brauchen wir da nicht rumfummeln, dann können wir die das machen lassen. Ist ja auch mal nicht schlecht. So, habe ich die jetzt alle gelootet. Da geht's weiter. Was geht hier hinten ab? Das sind die Waschräume. Abraxo. Oh, da war eine Falle. Ich muss hier mal mich heilen so ein bisschen. Und mal speichern. So, nach jeder Schießerei mal speichern.
Das ist ein guter Plan. Was ist das hier? Benzinkanister, den brauchen wir auch anscheinend. Hier ist nichts mehr. Nö. Okay. Close check. Da hinten soll es wohl weitergehen. Hier runter. Gucken wir das mal. Kommen da bestimmt noch einige Typen. Leere farblose Schere. Oh oh, das gefällt mir hier gar nicht so. Vielleicht mal schleichern. Sneaky Peaky. Oh, da ist schon einer. Mal wegballern. Oh, der hält ja nichts aus. Das ist gut. Das gefällt mir. Wenn die alle so sind, dann ist alles okay. Aber das glaube ich nicht. Na komm, lass dich erschießen. Hier ist ja ganz schön was los, Leute. Es geht ihn ab. Alter. Ich hab sie noch nie so todsüchtig gesehen. Da hinten ist noch einer. Oh, der ist weit weg. Hm, nee, der ist zu weit weg. Ist da auch noch einer? Wieso darf ich denn den nicht? Aha. Jetzt. Boah, hier ist aber echt einiges los. Ich sehe überhaupt keinen, richtig. Der ist zu weit weg. Ist Kate? Oh, da ist einer. Na los, komm. Oh, voll daneben, verdammte Scheiße. Hätte ich doch lieber gleich so schießen sollen. Boah, die decken mich ja immer ganz gut ein mit ihren Maschinenpistolen. Ich schieße jetzt hier vor das blöde Teil vor. Das ist nicht so cool. So, oh, ich habe ein Level up, geil. Das muss ich aber nachher verteilen. Das ist gerade schlecht mit der Schießerei hier. Oh, Kate wird sauer. Die. Ich glaube, einer ist noch irgendwo. Da hinten guckt er um die Ecke, der Drecksack. So. In your face. Naja, oder nicht. Schieß mal halt so in your face. Das hoffe ich doch. So. Speichern. Handschellen. Hm. Das waren aber einige jetzt hier unten. Ist das hier? Nichts. Da liegt ja auch noch einer. Teetasse. Eine Maschinenpistole hatte ich schon aufgehoben. Da reicht eine. Ist das hier? Buff out. Hier noch irgendwas drin? Ein Bleistift. Na toll. Der ist natürlich super wichtig. So. Oh, dem haben wir auch die Rübe weggeschossen. Der hat sogar eine gepimpte. Ich glaube, nehme ich auch mal mit. Maschinenpistole. 10 mm Patrone. Nehmen wir auch mal mit. Als her damit. Munition ist immer gut. Anzüge könnt ihr von mir aus behalten. Ich glaube, das war es mittlerweile jetzt mal. So, wo geht's denn hier eigentlich weiter? Da hinten. Liegt hier noch was rum? Da ist noch eine Tür. Ist die verschlossen? Ja, die ist verschlossen. Kate, komm mal her hier. Mach mal. Ups, das war das Falsche.
Hey. Was gibt's? Guck dir das an. Ich hab keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Oh, dann mach ich's halt selber. Stimmt, da brauchen wir ja auch noch Haarklammern. Ich dachte, die kann das ohne. Naja. Dann machen wir's halt selber. So. Schön. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Speichern? Oh, das ist ja... Was ist denn hier los? Das geht ja richtig lang hier. Was? Achso, da war so ein Auslöser. Ein Jagdgewehr. Ach, nehmen wir mal mit. Und ein Safe. Schmutziges Wasser, das kann man aufbereiten. Was haben wir hier? Farbdose, Aschenbecher. Was ist das? Crap. Guck mal hier mal rein. Expertenschloss. Das ging aber leicht auf im Expertenschloss. So, da haben wir drin lauter feine Sachen. Bis auf die Silbergabel. Die könnt ihr behalten. Oh, hier ist noch Munition. Ich glaube, das war's hier drin. Ja. So, jetzt muss man gucken. Das blaue Ding geht da hinten aus. Der blaue Marker. Dann gehen wir halt mal da hinten aus. Speichern. Da kommt bestimmt gleich wieder einige. Wie ich das Spiel so kenne. Was liegt da? Eine Quantum-Cola oder wie die heißen? Coca-Cola Quantum, genau. Oder hinten. Bewegt sich, glaube ich, was. Was? Wo ist er denn? Auf oh, hier sind ein paar. Komm mal da. Nummer 1. Na, komm. Jawohl. Hey, du bist tot. Fall um. Warte, hörst du das? Was höre ich? Kopf treffe. Da drüben. Nicht wirklich. Also, hey, dann mir doch mal nicht als Schuss. Oh, oh, oh. Oh, da ist er noch. Schätz. Völlig ignoriert. Haha. Und wie stabil ist denn der? Ah, jetzt haben wir. So. Haben das schon wieder alle? Sieht so aus. Ach ja, ich habe ja noch einen Skill, den ich verteilen kann. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Speichern. Oh, da hinten, das sieht aus wie so ein Vault-Eingang. Kommen wir hier in so ein Vault rein, oder was? Gucken wir uns gleich an. Der hat einen Mais dabei. Der hatte wohl Hunger. So. Upsala. Ja, das ist eindeutig ein Vault-Eingang. Ich glaub's ja nicht. Vault-Tec hat die Dinger echt überall hingehauen. 114. Vault 114 ist das. Jetzt gucken wir uns aber erstmal einen Skill an. Den wir verteilen können. Den Skillpunkt. Schauen, da kann ich erst wieder mit Level 18. Schlossknacken wäre vielleicht mal ganz cool. Kann ich da noch? Auch mit 18 erst. Was kann ich denn hier überhaupt noch? Level 25. Ah, hier Rüstung. Oder Gewehrschütze. Gibt es auch noch was für Pistolen? Nicht automatische Pistolen verursachen 40% mehr Schaden. Ja, Pistolen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, damit wir die Schlösser mal knacken können, ein bisschen besser. Obwohl, kann ich auch noch nicht machen, oder? Ne, scheiße. Dann... Level 9, dann nehme ich das.
Weil Rüstungsmods durfte ich ja eben auch noch nicht. Oder doch, durfte ich vielleicht, aber braucht man noch nicht so wirklich. Okay. Aber wie es weitergeht, sehen wir leider erst nächste Folge. Bis dann!